Wir starten in 3, 2, 1, go! Herzlich willkommen zur zweiten Tour. Sallys Haus kennt ihr schon, aber das Silicon Valley höchstwahrscheinlich noch nicht. Heute, an diesem wunderbaren Tag, habe ich aber für den neuen Gebäudekomplex niemand anderen bei mir als den wunderbaren, den schönen, den immer fleißigen, den... Sag mal, ich bin ja auch hier. Den immer fleißigen, jetzt, das ist nicht geplant, den immer fleißigen, wir haben das alles probiert zu organisieren, den immer fleißigen, der immer arbeitet, der einzig wahre, der 1,90 Meter große, der wunderschöne, heute für die Tour im Silicon Valley ist dabei, Murat. Ja. Hast du noch gearbeitet? Ich habe kein Mikrofon, glaube ich. Ich habe gerade gekerchert. Wir sind draußen vom Silicon Valley. Ja. Das ist fast fertig. Ja. Noch nicht ganz fertig. Wir haben einen exklusiven Preview jetzt sozusagen auf der schönsten Baustelle Deutschlands. Genau. Hast du gesagt. Es ist noch eine Baustelle, weil uns fehlen die Rohstoffe. Erst haben es die Mitarbeiter gefehlt. Dann waren die Mitarbeiter da und jetzt fehlen die Rohstoffe. Ich habe zum Glück Rohstoffe, ne? Ja, so ist es. Wir gehen jetzt rein. Ja. Direkt von draußen gibt es jetzt ein paar schöne Shots und dann fangen wir direkt drin an, würde ich sagen. Okay. Weil da findet das Wichtigste statt. Und da ist auch deine Katze, sehe ich gerade. Oh ja, Muffin. So, wichtig, falls ihr diese Baustelle dann auch im vollendeten Zustand mal angucken wollt, schaut gerne bei Sally und bei Murat vorbei auf Sallys Kanal, ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und da seht ihr dann höchstwahrscheinlich das Ganze auch nochmal komplett gefinished, komplett abgerundet. Mhm. Aber jetzt erstmal rein geht's. Das ist immer cool, alle Roomtouren, die wir bis jetzt gemacht haben, Haustouren, hast du immer gemacht, gell? Ja, ich habe hier schön 2-3 Jahre gebuckelt und wer sahnt alles ab? Freddy, genau. Vielleicht habe ich auch mal ein neues Studio, dann kannst du meine Küche machen. Dann ja, dann mach ich. Video machen zum Beispiel. Dazu. Also gehen wir rein? Ja. Machen wir so? Ich dachte, wir machen ein Händchen halten. Achso, ja, ja, genau. So, wir gehen rein. Okay, wir stehen jetzt vorm Eingang. Da geht es direkt rein. Ich sehe schon ganz viele Pflanzen. Warum sind da so viele Pflanzen? Weil Sallys Welt, meine Frau ist ja Grundschullehrerin, sie ist aus dem Kochen und Backen herausgekommen. Es ist irgendwie immer angewachsen. Also die Zuschauer, wie bei dir zum Beispiel, haben dann gefragt, hey, könnt ihr nicht noch das machen, das machen? Die Garten- und Bauvideos waren sehr, sehr erfolgreich bei uns. Mhm. Und die Zuschauer wollten immer mehr haben. Und dann kam ja die Pandemie. Mhm. Und bei der Pandemie, wenn man es so sagen darf, ich darf das sagen, ich bin auch hier geboren. Was hat der Deutsche an Corona gemacht? Also ich habe viel Videospiele gespielt. Ja, das war dann meistens so, fressen, scheißen, Baumarkt waren. Ja. Ja, also alle sind in den Baumarkt gefahren und haben sich mit Pflanzen eingedeckt. Klimawandel wird immer stärker. Ohne jetzt das Wort Nachhaltigkeit zu erwähnen, weil langsam kann ich es nicht mehr hören, geht es wirklich darum, dass wir halt eine Marke gegründet haben, die heißt Raspberry. Die kommt aber erst Anfang nächsten Jahres. Und da geht es, dass mir die Hipster-Leute, also die Hipster-Leute, so wie jetzt du mit dem Bart, normalerweise rote Schuhe in den Garten bringen. Und dass, ja, und dass sie anfangen zu pflanzen, und zwar nicht nur Bäume irgendwo auf der Welt, sondern vor der eigenen Haustür. Pflanzen ganz, ganz viele. Und hier zum Beispiel Bees, Birds and Butterflies. Das ist das Thema hier. Das heißt, alles, was du hier siehst, ist gut zu Bienen, zu Vögeln und zu Schmetterlinge. Schmetterlinge, genau. Bei anderen Firmen sind meistens so irgendwie solche Gräser, wo du nicht groß pflegen musst. Mhm. Hier musst du auch nicht groß pflegen, aber es ist wirklich gut für Insekten und für Schmetterlinge. Und was ist so für Leute wie mich, die vielleicht auch keinen Garten haben, sondern nur eine Terrasse oder so, einen kleinen Balkon? Hier würde ich einen Kaktus empfehlen. Kaktus oder Ding, Holz. So nennt man auch meine Freundin. Schnittholz. Dieser Kaktus. Echt? Dann gehen wir rein, oder? Voll gerne. Let's go. Ja. Wir sind drin angekommen, Eingangsbereich. Ja. Hier ist viel los noch, ne? Ja, hier sind wir halt noch voll im Bau. Also hier werden gerade, hier ist alles ein bisschen durcheinander momentan, weil gerade die Fotoshootings gemacht werden für den Online-Shop. Und das sind die ganzen Produkte, wo du siehst. Also die Pflanzen sind wirklich echt. Und alle Artikel, wo du hier siehst, die haben wir die letzten Jahre designt, gestaltet. Und die siehst du auch hier in den Regalen drin. Und die kann man dann Anfang des Jahres kaufen. Und das sind auch Pflanzen, die man kaufen kann. Und dann sind es halt besondere Pflanzen. Weißt du, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die es schaffen, innerhalb von 2 Stunden einen 80 Quadratmeter Raum von Formaldehyd zu befreien. Formaldehyd, ich weiß, sagt das was? Nee. Hast du noch nie so gezogen oder so? Nee. Ah, okay, alles klar. Formaldehyd ist folgendes, wenn ihr zum Beispiel Möbel kauft, bei Ikea zum Beispiel. Mhm. Du hast ja meistens so eine Kunststoffbeschichtung. Die dünsten meistens außen. Oftmals ist es Formaldehyd. Und diese Möbel werden immer gemessen, ob die Schadstoffbelastung im Raum hoch oder nicht hoch ist. Hm. Aber es wird immer nur ein Möbelstück gemessen. Hm. Jetzt hast du aber 20 Möbelstücke in einem Raum drin, verstehst du? Ja. Und diese Messung wurde eigentlich nie gemacht. Das heißt, die Raumluft ist eigentlich immer voller Giftstoffe. Hm. Und es gibt wirklich Pflanzen,
die Superkräfte haben und diesen Raum komplett reinigen können. Aber machen die einen auch schlank? Leider nicht, das gibt es leider nicht. Ja. Ja gut, dann wäre ich vielleicht raus. Aber sehen wir schon überall jetzt hier Produkte, die die Leute auch noch nicht gesehen haben? Ja, komm mal kurz mit, zeig mal ein paar coole Sachen. Wir machen den Rückwärtsläufer, auch wenn hier ganz viele Scheren und so schon liegen, da habe ich ein bisschen Angst. Aber ja. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel unser Werkzeug und du wirst nicht glauben, also dieses Werkzeug, viele, viele Produkte lassen wir auch hier herstellen in Deutschland. Und zwar, hier haben wir zum Beispiel Raspberry. Das ist so ein Werkzeug, das wird ungefähr 500 Meter Luftlinie von hier hergestellt. Krass. Und das ist so cooles Gartenwerkzeug, weißt du, so richtig gebrandet, die ganzen Farben, richtig Qualität, so richtig coole Scheren. Oder zum Beispiel so coole Gartenhandschuhe zum Beispiel. So. Das ist aber extra für deine Größe jetzt hier. Ja, nein, jetzt wirklich, nein, habe ich nicht. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das perfekt da so liegt. Und wir wollen halt so coole Sachen, auch Klamotten herstellen, ohne Plastik, also wirklich null Kunststoff, wo du morgens im Garten anziehst und du gehst abends in die Disco zum Beispiel und keiner sagt zu dir, sag mal, Freddy, kommst du gerade aus dem Garten? Weil es einfach cool aussieht, so richtig coole Gummistiefel und alles, viele Pflanzen, Töpfe, so Laubsäcke, so Schubkarren mit Alufelgen, also was ganz, ganz cooles. Und dann auch immer andere Griffstile für Leute, die dann vielleicht noch designmäßig sagen, so lieber ein bisschen grün, lieber ein bisschen gelb, ein bisschen pink. Genau, für jeden, für jeden ist was dabei. Oder zum Beispiel, weißt du, was das hier ist? Ja, was ist tatsächlich. Das machst du in, irgendwas mit Pflanzen hat das zu tun. Nee, das ist Silikon für die Brust. Nee, Spaß, nein. Du hast ja oftmals so Blumentöpfe, wo du oben, vor allem auf dem Balkon, wo du oben Wasser reintust zum Gießen und unten läuft die ganze Brühe raus, das heißt die ganze Erde und alles. Ja. Das ist so eine Drainageschicht, das heißt, du tust oben Gießen, hier ist die Erde und die Erde bleibt hier drauf liegen. Das heißt, das Wasser staut sich nicht, es saugt sich in den Stein ein. Und gibt dann im Zweifelsfall wieder ab. Hier ist Vulkangestein drin. Und das ist auch wichtig für die Leute, die vielleicht irgendwie aus München und Umgebung kommen, falls Oktoberfest wieder ist. Ihr könnt es auch einfach unter eure Kinn klemmen, dann habt ihr auch ein bisschen Bier noch übrig für den Rest des Abends. Ja, genau so ist es. Einfach reinschallern. Boah, ich finde es so schön, weil es ist so ein offener Raum, ne? Ja. Aber gleichzeitig hat man hier diese ganzen... ist es dann ein Büro, was hier am Ende reinkommt? Genau. Weil hier sind ja noch keine Arbeitsplätze so jetzt gerade. Das wollte ich gerade sagen. Also nicht denken, dass das jetzt hier so ein Raum ist, wo du herkommen kannst und einkaufen kannst. Das kannst du nicht. Das sind wirklich Büros. Hier fehlen auch die Bürotische. Das heißt, die Menschen, die hier arbeiten, die haben so eine richtig coole Luft hier drin. Die sind mit den ganzen Pflanzen zusammen und die Produkte, die sie kreieren, damit leben sie auch. Und wer gießt das alles? Und zwar, wir haben hier so einen Deal. Jeder Mitarbeiter, jeder Kollege hier hat seinen Platz, wo er gießen muss. Und stirbt die Pflanze, stirbt der Kollege. Und wir machen über jede Pflanze auch Content. Das heißt, jede Pflanze wird immer vorgestellt. Hm. So zum Beispiel, das ist der Freddy-Kaktus. Der Freddy-Kaktus. Ja, das ist der Freddy-Kaktus. Ich mache den Kaktus. Ja. Ja, genau. Ein Kaktus, wo du gar nicht groß pflegen musst. Wo, der muss so ein Bäuchlein haben. Ja, genau. Bei uns wäre cool, eine coole Geschichte. So, und dann werden die Pflanzen halt vorgestellt und gesagt, was für Superkräfte sie haben. Es gibt nicht nur die Superkraft, Startstoffe zu filtern, sondern auch die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Oder du hast einen feuchten Raum, dann hast du gewisse Pflanzen, die den Raum entfeuchten. So ein Badezimmer oder so. Ja, zum Beispiel, genau. Und duschen. Genau, und das wird alles erklärt, dass jeder über Pflanzen Bescheid weiß und dass immer mehr Menschen anfangen, Bäume zu pflanzen, Pflanzen im Haus zu haben oder auf dem Balkon. Weißt du, was ich gut finden würde? Ich weiß nicht, was ihr geplant habt. Wir haben noch gar nicht darüber geredet. Mhm. Was ich sehr cool finde, was mir immer helfen würde, weil ich habe Pflanzen zu Hause und die sind alle aus Plastik. Mhm. So, weil ich das immer vergesse sonst. Ja. Ne? Habt ihr auch solche Töpfe, die sich so selbst gießen oder solche Sachen? Ja, so ein bisschen? Ich kann ja aber da ehrlich sagen, das ist zwar eine ganz coole Geschichte, weil danach trachten wir Menschen ja immer nach so wenig Arbeit wie möglich. Automatismen, genau. Dankeschön. Was soll ich sagen? Genau, aber das kannst du vergessen. Pflanzen musst du lieben. Ich sage das ganz, ganz ehrlich. Ich finde diese ganz... Ich habe es draußen, haben wir über so ein Drainagesystem, was alles gegossen wird, dass ich draußen im Garten nicht mehr so viel gießen muss. Ja. Aber im Haus... Vergiss es auch nicht. Auch einfach Drainage. Ja. Und dann geht es halt auch um Gartenmöbel, die wir in unserem Team designen. Also wir haben einige Designer hier. Zum Beispiel den hier, ne? Leider nicht. Dann nehme ich was anderes, dann nehme ich den hier. Zum Beispiel das hier. Das gibt's dann. Guck mal hier. Einfach irgendwas genommen, ich habe totale Panik gerade. Und da hinten, sehr cool. Da hinten werden auch gerade Fotos gemacht, also auch mit der Raspberry Kleidung. Ja, das können wir auch kurz vorbeigehen. Oder? Ja, gerne. Komm, wir hoppen mal rüber. Und hier sind zum Beispiel Pflanzen und die kannst du jetzt bestellen, also jetzt noch nicht, aber später und die werden dann zu dir geliefert. Okay, ich frage jetzt einfach mal ab, du musst ja alles wissen hier. Ja. So, ja. Und was ist das hier für eine Pflanze? Grüne Pflanze. Und, und der da hinten? Dickbäuchiger Silberblättler. Absoluter Hammer, sage ich immer. Ja. Komm, wir gehen jetzt hier rein, wir stören das Shooting. Das ist so groß, ne? Wir sind jetzt schon dreimal durch unser Büro gelaufen gefühlt. Oh, hier.
Das ist hier, das ist Sandra. Sarah. Hallo Sandra. Ja. Hallo. Ja. Hör auf jetzt. Ich darf vor der Kamera nicht schlagen. Doch, ja. Darf ich? Ja. Nein. Nein. Das ist noch Sallys Kanal, da darfst du alles. Ja. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr sie seht, einfach mal bei Sallys Videos einfach mal runterschreiben, das ist Äffle. Das ist Äffle, ja. Bin ich. Und die Sarah, die macht Fotos sehr, sehr professionell. Sie hat hier ihre Ausbildung gemacht, die hat auch von mir gelernt, jahrelang. Dein Bauch ist vorm Objektiv. Achso, ja. Komm, wir machen ein Bild. Shooting machen. Komm, wir machen kurz ein paar. Ja, das Licht ist aber noch nicht. Ja, ist voll okay. Für mich brauchen wir es nicht ausgeleuchtet. Ein Traum. Guck mal. Hier schon mal anschauen. Perfekt ausgeleuchtet. Nee, es ist ja noch nicht fertig. Perfekt ausgeleuchtet. Hier ist halt ein Fotostudio. Hier wird gerade alles geschossen. Wir gehen jetzt, glaube ich, auch raus, ne? Ja. Weil die schon wieder genau, richtig aggressiv. Die machen im Hintergrund immer so. Und ja, ihr seht, das ist alles Raspberry. Ist eine große Halle hier, wo wir das alles schießen und machen und tun, dass die Marke irgendwann im Januar oder Februar auf den Markt kommt. Das sind für die Klamotten dann jetzt, ne? Das sind die Klamotten, genau. Die Klamotten sind zu ja, Pflanzen und Töpfe. Und die sind zu 100% sind die, ist alles ohne Kunststoff, ohne Plastik. Krass. Und die ganzen Pflanzentöpfe sind auch zu 100% recycelt. Also ich darf dieses Wort nachhaltig, weil es gerade jeder erzählt, aber es ist auch kein Greenwashing. Es ist wirklich nachhaltig. Dann gehen wir weiter. Komm da mit. Settings nennt sich das. Das nennen die Setting. Das heißt, du bist dann hier davor und machst dann solche Bilder. Komm, machen wir auch kurz ein Bildchen. Findest du es gut so? Ja. Damit Leute, was ist das jetzt hier? Das ist, das ist die rote Drachenfrucht. Ja. Wenn du zum Beispiel einen feuchten Keller hast, dann kannst du in den Keller stellen. Und dann wird er wieder trocken. Guck mal, die wird dann immer breiter, immer breiter. Sag mal, wir sind ja auch so Drachenfrüchte. Jetzt gibt's wir sind ja auch gezogen, du. Den kenne ich noch. Kennst du? Ja, den noch. Aber es hat sich ein bisschen was verändert. Es war die Weltherrschaft, Waaghäusel, Silicon Valley, Istanbul. Dann haben wir hier Vanilla Hill. Aber das zeige ich mal irgendwo anders. Vanilla Hill? Das ist unsere eigene Werbeagentur. Ja. Wegen Vanilla Extract. Wegen Vanilla Extract, genau. Das ist meine Frau da hinten zwischen den. Hallo. Wer bist du denn? Schön, Sie kennenzulernen. Schönes Logo an Ihrem Haus. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Du musst nur streicheln. Wenn du streichelst, lässt du dich in Ruhe. Nimm doch. Ja. Das ist doch Emma. Oh, oh. Das ist doch Emma. Wir kennen uns doch schon, Puppi. Hallo. Das ist Yoshi, der Corgi. Der will nur gestreichelt werden. Oh. Du Möhre. Du Möhre. Guck mal, ganz schön lange Möhre aber auch. Und auch super müde. Aber Popo Krauler geht bei allen, ne? Genau, hier sind noch mehr Klamotten und zwar ist es die Kinderkleidermarke Manuka. Manuka kennst du vielleicht? Hast du schon mal gehört, immer Manuka? Kennst du das? Warum, darf ich dich das mal so kurz fragen, warum macht ihr so viele Firmen? Ihr seid doch schon gut mit Kochprodukten. Ja, dass die Leute uns immer anschreiben und sagen, hey Murat, Sally, wir vertrauen euch. Könnt ihr nicht noch das oder das machen? Und es sind halt auch Sachen, die uns berühren. Guck mal, also wir lieben Garten. Ich fand es halt immer blöd, dass keiner einem die Pflanzen so richtig erklärt hat. Voll. Und was für Superkräfte die haben. Und dann haben wir gesagt, hey komm, lass uns doch den Menschen das erklären, das ist eine coole Geschichte. Und ich bin voll Gartenfan. Deswegen haben die Gartenmarke gemacht. Und dann war es auch so, bei Kindern, wir haben selber zwei Mädels, und bei Kinderklamotten ist es wirklich so, dass ungefähr 95%, vielleicht sogar 98% der Kinderkleidung auf der Welt unter schlechten Bedingungen hergestellt wird. Ja. Und wir sagen, hey, wir möchten Kinderkleidung, die von Erwachsenen hergestellt wird, nicht von Kindern. Mhm. Und deswegen machen wir was ganz, ganz Krasses, was eigentlich fast keiner macht. Wahrscheinlich 0,00005% vielleicht auf der Welt stellen in Deutschland her. Und zwar machen wir Folgendes. Wir lassen so Kinderkleidung zu 100% in Deutschland herstellen. Du weißt, in Deutschland fahren wir doch voll auf so Zertifikate ab, weißt, Gott zertifiziert, Öko-Standard-Text, blauer Knopf, wie das alles heißt, blauer Engel, wie das auch immer. Und wenn so ein Siegel drauf ist, dann vertrauen wir Deutschen. Richtig, Bio-Siegel. Genau, Bio-Siegel. Und jeder weiß, was da von Schmuh getrieben wird mit diesen ganzen Siegeln. Und wir sagen, hey, wenn wir doch hier in Deutschland produzieren, wenn alles, also vom Patch her, von allem, von den ganzen Applikationen, alles 100% in Deutschland gemacht wird, dann brauche ich doch kein Zertifikat mehr, was übrigens immer Geld kostet dem Hersteller, und ich brauche diese Siegel nicht mehr. Und da gibt es dann diese Minimi-Kollektion, das heißt, du hast an und deine Mama zum Beispiel. Ah, cool. Also passt jetzt, so das passt jetzt dir und deiner Mama. Deine Mama haben wir was anderes. Wo kommen denn die Stoffe her? Die gewebt werden sie in Deutschland, aber natürlich Baumwolle wächst nicht in Deutschland. Man muss ganz, ganz ehrlich sagen, die Rohstoffe kommen aus dem Ausland, weil es nicht anders geht. Sobald mal Baumwolle in Deutschland wachsen sollte, haben wir ganz, ganz andere Probleme, glaubt's mir. Guck mal, das wäre jetzt so eine Minimi-Kollektion. Für die Leute, die es nicht wissen, warum wächst Baumwolle nicht in Deutschland? Aufgrund der klimatischen Bedingungen, genau. Und wie gesagt, und das wird in Pfullingen hergestellt. Ich komme ja aus dem Schwabenländle und bei uns in der Region, auch in deiner Region,
kommst ja auch aus dem Schwabenland. Teilweise, das war damals die Textilhochburg in Deutschland. Ach wirklich? Genau. Und wir sagen, wie Donald Trump, wir holen die Jobs wieder zurück ins Land. Jawohl, Wahnsinn, oder? Nein, ja nicht, ich bin kein Trump-Anhänger. Jetzt gehen wir erstmal raus. War ein Spaß. Nein. War schön, also, Murat. War ja, schön. Tschüss. Sally, hast du noch 20 Minuten? Kostet das dann auch mehr? Das ist kurios. Guck mal, das ist echt ganz, ganz krass. Mhm. Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, wenn wir hier produzieren, dann müssen wir auch nicht so ein riesengroßes Lager haben. Mhm. Das hast du ja damals auch immer gemacht. Immer wenn jemand bestellt hat. Machst du heute noch. Ja. Dann wird's, ihr bestellt was im Merch-Store, dann stellen wir es her. Sonst, genau, und das ist was richtig, richtig Nachhaltiges. Das ist das Erste. Das Nächste ist, wir haben keine langen Wege. Mhm. So eine Jeans, wenn du eine Jeans anhast, die wird ja dort genäht, dort gefärbt, dort bearbeitet, dann geht sie wieder zurück, dann wird sie dort verpackt, dann kommt sie nach dort. Die hat so viele Kilometer hinter sich. Ja. Und die Textilindustrie ist krass, ganz krass, hör mal ganz kurz, das ist ganz, ganz wichtig. Wir schimpfen doch immer über die Automobilindustrie. Wir schimpfen doch immer über die Schifffahrt. Ich schimpfe nur über die Lebensmittelindustrie, bin ich ganz ehrlich. Die Textilindustrie ist 80 Mal schlimmer als die Auto- und die Schiffindustrie zusammen. 80 Mal! Ja, das heißt, und das ist die Textilindustrie. Warum, was machen wir? Wir kaufen die Klamotten und schmeißen sie sofort weg. Und manchmal das Nachhaltigste, tut mir leid für dieses Wort, das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist Qualität zu kaufen. Das heißt, bei den Kinderklamotten ist auch das Coole, die wachsen von 1 bis 3, also die Klamotten sind von 1 bis 3, von 3 bis 6, von 6 bis 9, von 9 bis 12. Also wenn ich jetzt nicht so mobblig wäre, hätte ich 164, die Größe. Es ist wirklich ein Kleiderbrand, aber es gibt immer eine Mini-Mi-Kollektion. Das heißt, Papa zieht's an, Sohn zieht's an. Finde ich geil. Mama zieht's an, Tochter kannst zieht's an. Kannst du was zeigen mal vielleicht? Ja, haben wir gerade. Das waren die. Das war für Frauen ist jetzt ein Jersey. Das ist dann so, auch ganz cool. Und ganz, ganz legere Kleidung. Weißt, Kinder sollen sich doch frei bewegen. Wir tun ja ab und zu unseren Kindern so Sachen anziehen, beispielsweise, wenn wir es süß finden. So enge Hosen so, und dann so Krawatte. Das möchten die Kinder gar nicht. Die möchten sich bewegen. Und daher ist es wie Jersey ganz, ganz cool und 100% hergestellt. Aber es geht noch weiter. Komm, ich zeig dir was. Noch mehr. Das ist auch eine coole Geschichte. Wir machen auch Kinderspielzeug. Und zwar, du weißt... Jetzt hör mal auf, Kommentare zu lesen. Warum? Ja, du machst viel zu viel. Warum? Immer, du sagst, die Leute wollen das, wir machen das. Ja, aber Kinderspielzeug ist auch das Coole. Du warst doch auch schon mal ein Kind, oder? Du warst doch ein Kind. Ja, ich bin eigentlich so rausgekommen. Ja. Ich war erst im Bar, genau. Und dann... Das ist so Lernspielzeug. Da geht es um motorische Fähigkeiten von kleinen Kindern. Ist es so wie Steine stapeln? Wie Steine stapeln. Und dass man so entspannt? Genau, und das ist Holzspielzeug. Und dieses Holzspielzeug, das wird in der Türkei hergestellt, da wo ich herkomme. Ja. Und das Coole ist, dieses Holzspielzeug wird angemalt oder halt die Farbe auch hier zum Beispiel. Und zwar gibt es in der Türkei ganz, ganz viele Cafés, die heißen Downtown. Mhm. Und manchmal, was diese, als Besonderes an diesen Cafés sind, diese Cafés werden von Menschen betreut oder auch Jugendlichen, die das Down-Syndrom haben. Ach krass. Und das gibt es in der Türkei wirklich überall. Ich war in der Türkei, habe mir das angeschaut und die Kids, die das Down-Syndrom haben, die hängen dann in den Cafés ab und bedienen dann die Leute. Und natürlich ist es nicht cool, die ganze Zeit im Kaffee abzuhängen, aber die brauchen auch Arbeit. Und deswegen haben wir gesagt, die Farben und das ganze Anmalen, das Bearbeiten, lassen wir von Menschen machen, die ein Down-Syndrom haben. Das heißt, sie haben einen Arbeitsplatz, dann haben sie, wie soll ich sagen, eine Beschäftigung und die feiern es voll ab, dass sie Spielzeug machen, was nachher in Europa landet. Und das ganz Coole an der ganzen Geschichte ist, die bekommen den gleichen Lohn wie jemand, der nicht das Down-Syndrom hat. Das heißt, diese Menschen, die dort arbeiten, die können ihre Familie ernähren. Und das ist eigentlich normalerweise nicht der Fall. In Deutschland ist das so, wenn du in einer Lebenshilfe arbeitest, dann bekommst du ja nur 1, 2 oder 3 Euro auf die Stunde. Klar, dass sie beschäftigt sind. Aber wir sagen, wir können denen nicht den vollen Grundlohn bezahlen, dass sie ihre eigene Familie ernähren können. Und jetzt ist es so, du stellst Produkte her und machst schon was Cooles. Kleider made in Germany und das Holzspielzeug angemalt und bearbeitet von Menschen, die das Down-Syndrom haben. Cool, super, oder? Super. Was machen und was Cooles für die Welt machen. Nachhaltigkeit. 100 Bretter. Ja. Das war ich. Immer noch bis jetzt. 100 Bretter. Kauft Merch. Irgendwie ein T-Shirt. Jetzt will ich auch kein T-Shirt gerade mehr verkaufen. Hier sind wir zum Beispiel beim Siamak. Der Siamak, der ist unser Gestalter und Designer, der entwickelt Produkte und auch sehr, sehr erfolgreich. Habe ich recht, sind wir erfolgreich? Ja, wir sind erfolgreich. Was haben wir denn hier für eine Seite offen? Was ist denn russenschlampen.de? Warum ist es so wahnsinnig warm hier drin eigentlich? Ja, das ist mein heißer Körper. So, dann gehen wir weiter und zwar haben wir hier auch zwei Mädels. Und zwar ist hier die Caro zum Beispiel. Und die Caro macht gerade Designs. Und zwar, die zeichnet das wirklich per Hand. Und wir haben hier übrigens 12 Studenten. Diese 12 Studenten, die entwickeln für uns Produkte, die machen ihr Praxissemester hier. Ich habe auch Studenten. Echt? Sehr günstig. Ja, nein, darum geht's. Da wird jetzt auch ein Hotel gebaut hinter dem Haus. Und diese 12 Studenten müssen keine Miete bezahlen. Die wohnen dann wirklich hier kostenlos und können Produkte designen und gestalten. Ja, auch eine Wohnung haben hier. Wenn du Student bist und mir was bringst, dann ja.
Hör mal weg. Die haben dann hier einen Basketballplatz, die haben einen Grillplatz, die haben eine Töpferei hier. Ist der schon da? Noch nicht, aber der ist gerade bauen. Ich dachte, wir könnten hupen. Ich war im Verein. Echt? Was im Verein? Ja, klar. Du bist ziemlich klein für einen Basketballer. Guck, so. Point Guard. Ah, okay. Ich habe auch sehr gut Basketball gespielt. Man nennt mich auch den Michael Jordan des Basketballs. Echt? Man nennt mich Depp des Schrempf. Das Coole an Studenten ist, diese Studenten sind naiv. Also nicht naiv, nein, pass auf, ich verstehe das. Nein, mein Gott, ihr versteht es total falsch. Oh Gott, lass mich ganz kurz erklären. Bitte, lass mich, bevor ihr mir irgendwie einen Strick dreht. Und zwar naiv heißt einfach, wenn Studenten etwas entwickeln, dann für junge Leute wachsen die Bäume noch in den Himmel. Die probieren sich aus, weißt du, einer, der ein Designer ist, der schon älter ist, der sagt immer, das geht nicht, das ist nicht möglich. Und ein Student, der geht sehr naiv an die ganze Geschichte ran und probiert es wenigstens. Das heißt, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin. Auf dem Weg, das zu probieren, entsteht so viel Neues. Deswegen brauche ich junge Leute, die kreativ sind, ihre eigene Idee bringen. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir mit Studenten zusammenarbeiten. Da geht es gar nicht darum, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier Geld sparen, sondern es geht darum, dass ich diese Naivität brauche. Und die wohnen ja hier auch kostenlos. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, so ist es, wirklich. Mhm. Die probieren wirklich aus. Die sind auch manchmal laut. Die sind auch manchmal, wie soll ich sagen, anders. Wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen nachhaltig sein, dann sehen sie irgendwas mit Plastik. Dann sagen sie, ich habe gedacht, das ist alles nachhaltig. Also ist ganz, ganz wichtig. Studenten, wenn ihr euch bewerben wollt bei uns, Praxissemester, ein halbes Jahr, mit kostenlosem Wohnen, Basketballplatz, plus Töpferei, plus Grillplatz, plus Musik, plus mich zu ertragen. Meldet euch. Falls ihr einfach nur ein Praktikum bei mir wollt, kein Lohn, kein Arbeitsplatz irgendwie auch. Ja, und dann kommen die Studis und werfen das einfach an die Wand. Und da geht es jetzt gerade um einen Topf, der besonders aussieht, der besondere Funktionen hat. Aber das sind noch keine Töpfe, die fertig sind. Nein, es sind noch keine fertig. Aber wir zeigen das ja gerade. Warum das glaubt das keiner? Das Krasse ist immer, du kannst kopieren, guck mal, Patente kopieren, das ist alles kein Problem. Jeder kann dich kopieren und Patente freigeben, das ist gar kein Thema. Du kannst immer ein Produkt kopieren, aber nie die Emotion, die dahinter steckt. Weil die Geschichten über die Töpfe, wie wir draufgekommen sind, was uns da bewegt hat, das zu machen, das können die Unternehmen nicht machen. Hat dich da bewegt? Das sieht schön aus. Gut, emotionaler Topf. Darf ich dir was Cooles zeigen? Bitte. Ich hole mal ganz kurz was her. Wir sind jetzt in so einem kleinen Raum. Wir haben noch, glaube ich, 20 Räume vor uns. Ich glaube, Murat, wir müssen es ein bisschen kompakter machen. Oh, jetzt, der hat es gerade gehört mit den Brettern. Jetzt habe ich ein Problem nämlich. Egal, wie toll ich Bretter mache, die besten Bretter dieser Welt macht Sturmi. Hatte ich Vergangenheitsform. Ja, wirklich, macht echt das Sturmi. Wir haben selber dein Brett, wirklich. Ja, ich weiß. Ja, und das benutzen wir täglich. Das ist jetzt ein Kambala-Holz. Das ist ein Maulbeerbaum. Und der ist extrem hart. Der ist extrem hart. Jetzt pass mal auf, jetzt geht das Ding auf. Ich werde wahnsinnig. Das sind die Messer, die wir... Das ist das Brett. Das ist das Messer, das wir produzieren. Sehr wabbelig, das Brett. Ja. Ist jetzt nicht so groß. Das ist nicht das Brett. Das ist so groß wie dein Brett, ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Siegel, weil alles wird kontrolliert, alles ist zertifiziert. Das ist alles FSC-zertifiziert. Folgt mir auf Instagram, steht da tatsächlich. Ja, ich weiß, ohne Spaß. Ich wollte einfach nur das Premium-Brett, das absolute Premium-Brett zeigen. So, jetzt machen wir das auf. Zack. Guck dir das mal an. Das nennt sich Stirnholz. Das heißt, die härteste Seite vom Holz wird umgedreht. Und es hat hier Büffelledergriffe. Das ist leider nicht vegan. Und hat Messingschrauben dran. Das ist ein richtig krasses Schneidebrett. Nicht so krass wie deins, weil deins ist unschlagbar. Aber er probiert es runterzuspielen, aber meins. Nein, deins ist perfekt, wirklich. Aber das Gute ist tatsächlich, was ich sehr mag hier, sind die Nüpsis. Ja, versuch's mal wegzumachen. Das ist unmöglich. Hier. Ja, das ist unmöglich. Du kannst es nicht wegmachen. Übertreib's nicht, okay? Challenge accepted. Zieh nicht zu lange dran. Und das ist halt das Wichtige ist immer, dass man nicht einfach ein Produkt produziert, wenn man sagt, die Leute sind so blöd, die kaufen jeden Mist, wo Sally draufsteht, dass die Leute wissen, wenn Sally ist, dann ist es immer Qualität. Das wo kommt Holz her? Das Holz, das kommt aus Zaire, aber ist FSC zertifiziert. Okay. Zu 100%. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ich glaube, wir müssen die Räume ein bisschen kompakter fassen, weil ich glaube, wenn ihr einen 3-Stunden-Blockbuster wollt, Murat ist intensiv bei den Räumen auf jeden Fall. Hier sind wir eigentlich im Eingangsbereich, wenn ich ehrlich bin. Zweiter Eingang sozusagen. Das zweite, wir haben mehrere Eingänge. Okay. Weil du kannst dann einen Eingang raus und dann den anderen Eingang als Ausgang nutzen. Aber der wirkt jetzt so, wenn ich hier so... So unscheinbar. Ja, der wirkt wirklich sehr unscheinbar. Ja, was hast du denn erwartet? Ein Bogentor? Ja, ich dachte, jemand, der da steht und sagt, mach das Tor runter. Ich bin immer noch irritiert, dass hier kein Security ist oder so. Nee, ist wirklich. Wir sind hier auf dem Land, wir sind hier in Waghäusel, hier passiert nichts. Ja. Und auf dem Land hat man immer noch eins. Schusswaffen. Nein, ja. Das stimmt nicht. Ja, hier sind wir natürlich auch nicht fertig. Der ganze Boden, die ganzen Teppiche fehlen hier. Du weißt, ein türkischer Haushalt ohne Teppich ist kein türkischer Haushalt. Ist nicht mehr wert. Hier ist eine Küche, aber das ist jetzt nicht nur... Das ist auch wieder so achtmal so groß wie unsere Küche. Das langsam stört mich. Aber das ist keine Küche zum Drehen. Das ist wirklich für alle Leute, die hier arbeiten. Aber das ist eine Mitarbeiterküche. Das ist eine Mitarbeiterküche. Ja, mach mal kurz alle Augen, Ohren zu. Einmal. Das ist eine Mitarbeiterküche.
das Wichtigste, und zwar, als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, hat mein Chef zu mir gesagt, Moretle. Ja, das ist die Mitarbeiterküche. Ja, merkst gleich, ja. Also wenn es unsere Küche wäre. Wisst ihr warum? Wenn ihr Bautzensenf isst. Ja, eigentlich. Kaugummi ist im Kühlschrank. Ja. Ja. Studenten, ne? Meine Frau, du hast gerade noch über 12 Studenten geredet. Früher, als ich meine Ausbildung angefangen habe, hat mein Chef zu mir gesagt, Moretle, hör mir zu, wenn es mir gut geht, geht es dir auch gut. Stimmt absolut, stimmt heute auch noch. Aber heute hat es gedreht. Heute heißt, wenn es deinen Mitarbeitern gut geht, geht es dir auch gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss den Leuten hier gut gehen. Die können hier kochen, backen. Die können draußen ihre Kräuter von den Hochbeeten holen. Glaube ich nicht dran an den Grundsatz. Doch, das stimmt wirklich. Bei mir heißt es Gehalt und weg. Echt? Mhm. Boah. Wenn das meine Frau sieht, die dreht total durch. Mhm. Hey, wir haben hier Kräuterbeete. Wir haben hier die gesündesten Sachen. Wir haben Tomaten. Wir haben Pflanzen. Was ist drin? Zweimal Senf. Zweimal Senf. Einmal Mentos. Mentos White. Einmal die Extra. Und einmal Bautzensenf, ja. Was ist denn? Also hoffentlich nur geliehen, oder? Nein, die ist echt. Du sagst ja immer wieder, ich brauche dringend jemanden, der bei mir im Team anfängt, der Bock hat, sich um das Ding zu kümmern, ja. Weil ich habe keine Lust drauf. So teuer und so wartungsintensiv. Kaffee schmeckt aber fantastisch. Wahnsinn. Und zwar ist es die Gräf Comtessa. Können wir hier so eine Bauchbinde machen, so QVC-mäßig? Ja, so, klar. Hier Gräf Comtessa mit 36 PS, mit einer Doppelheizfunktion und von 0 auf 100 in 30 Sekunden. Hallo, guten Tag. Stören wir? Gibt's hier Wasser? Ja, nee, geht nicht. Pass auf. Wir haben noch ein ganz anderes Problem. Ihr dürft aber das Wasser nicht in den Abfluss schieben. Ja, nee, wir machen nur ins Glas. Und zwar, an dieser Baustelle ist uns das Abwasserrohr explodiert. Können wir das trinken? Ja, könnt ihr trinken. Aber der ist nicht an. Kann es echt sein, dass du kein Wasser handeln kannst? Da musst du hier drücken fürs Trinkwasser. Kann es sein, dass du kein Wasser handeln kannst? Ich halte die beiden auseinander, wir müssen kurz mal wegschneiden. Ja, ja. 2 Sekunden bitte, das wird gerade zu wild, wird es mir hier zu emotional aufgeladen. Okay, dann gehen wir weiter. Boah, was ist das denn für ein Gerät auch? Da sind 4 Kaugummis drin. Oh nee, hier geht's ab. Käsekühlschrank. Boah, guck mal, das ist so ein alter türkischer. Kennst du das? Das ist ja so eine coole Challenge. Das habe ich als Kind in der Türkei gegessen. Das ist eine meiner Lieblingsschokolade. Probier mal aus. Aber du musst ehrlich sein. Ich habe einen Kühlschrank-Kaugummi gerade drin, Murat. Ich finde es jetzt nicht besonders, aber schmeckt ganz gut. Ja. Schmeckt einfach wie Schokolade. Ja. Boah, dieser Kühlschrank riecht so nach Käse, ne? Ehrlich? Die haben da so viel Camembert drin, das ist unfassbar. Und zwar ist es der Deluxe Camembert aus dem Lidl. Hier zieht es aber richtig. Ja. Hier ist ein Camembert-Kühlschrank. Läuft bei dir. Guck mal, wir können jetzt Live-Reaction von Sally noch mal einfangen. Kaugummis. Ja. Kühle Kaugummis. Ja. Ich habe es euch immer wieder gesagt, ich habe euch angerufen und gesagt, keine Studenten. Ja. Ich habe eine und die ist auch die ganze Zeit Mentos im Kühlschrank. Was macht dieser Käse hier? Oh, der stinkt. Großartig. Das war Murat. Weil hier ist ein Malheur passiert. Ich glaube, das ist gar nicht der Käse. Ich weiß nicht, was mit dem Sturmi passiert ist. Hey, aber wie nennt sich das? Schurzen nennt sich das. Kein, hier wird gekammert. Okay, wir gehen dann weiter und zwar. Die haben in der Küche immer noch so geheime Orte. Ja, komm mal her, hier. Komm. So. Das heißt, durch den Küchenschrank, das ist wie bei Harry Potter. Ihr habt das oft, ne? Ja, ich hab's auch. Da geht mir voll ein ab. Ich finde das voll lustig. Ist noch nicht alles angeschlossen. Ja, ich weiß, das fehlt noch. Leider Gottes, das ist wirklich. Auf jeden Fall sind wir hier in den Sozialräumen. Die WCs sind hier. Was ganz wichtig ist, was ich erzählen möchte. Ja, du darfst jetzt nicht Bubu machen. Also, Bubu machen darfst du jetzt momentan nicht, weil bei uns ist das Rohr explodiert. Riechst du's? Ja, tut mir leid. Ja, so, da hat jemand Bubu gemacht. Momentan ein Problem im Rohr. Was aber ganz, ganz wichtig ist, jeder Raum ist hier barrierefrei. Das heißt, wenn jemand hier reinkommt und hat einen Rollstuhl und hier arbeitet, hat er auch sein eigenes WC, seinen eigenen Aufzug. Hier gibt es mehrere Aufzüge. Das heißt, wir haben alles so gemacht, dass wenn mal jemand hierher kommt und arbeitet im Rollstuhl, alles gar kein Thema. Okay. Das heißt, ihr könnt euch auch bewerben, sehr, sehr gerne, wenn ihr im Rollstuhl sitzt. Gar kein Thema. Sehr gut. Ja. Und jetzt sind wir unten fertig, ne? Nein, wir sind nicht fertig. Wir gehen jetzt in die Töpferei. Ja. Töpferei? Ja, weil, hört sich jetzt voll blöd an, und zwar in der Töpferei wird nicht getöpfert, weil wir produzieren, sondern hier arbeiten solche Nerds. Weißt du, was Nerds sind? Mhm. Das sind so komische Leute wie Bartmütze und was weiß Sommer. Ich. Genau. Und die haben ab und zu mal, wenn du den Nerds sagst, mach mal schneller, dann kriegen die einen Burnout. Oder schick mal einen Fax weg, das kapieren sie dann nicht. Dann drehen sie dann am Rad. Und deswegen haben wir da so eine Töpferei, wenn die mal eine kreative Pause machen und sagen, hey, ich bin jetzt so sauer, ich brauche jetzt meine Ruhe. Töpfern? Warum nicht Kicker oder Tischtennis? Weil, Tischtennis bist du doch ganz groß. Ja, aber dann lassen sie Musik laufen und fangen an, das Ding zu formen und sagen, ich fühle mich gerade so kreativ und ich bin so stinksauer, ich mache das dann. Du machst es nur, damit du abends hier schön mit dem Buddy hier so die Vase formen kannst und setzt dann hinter dich. Ich forme die Vase. Du wolltest hier einmal hier, wie heißt der Film? Ghost. Ghost, genau. Du wolltest einmal Ghost nachstellen. Der hat ganze Töpferei gebaut, der Mann ist einfach nur Ghost-Fan. Ja. So, das ist der
Hauswirtschaftsraum später. Das heißt, hier kann man seine Wäsche waschen. Die Studenten, die nachher hier wohnen, haben hier nachher eine Waschmaschine. Ah. Hier ist so ein Spülbecken. Hier kann man Reinigungsmittel aufbewahren. Alles, was von Kärcher ist, kann man hier aufbewahren. Ja, was auch cool ist, kommen wir her. Da kommen wir doch her. Was passiert denn hier? Hier. Ja, das ist ein Stuhl. Ja, es ist noch nicht fertig. Wir sind noch dabei. Und das ist, wenn du jetzt, ist alles barrierefrei. Kannst du mit dem Rollstuhl herkommen, dich draufsetzen und die Hände waschen, alles möglich. Gehen wir jetzt in die Töpferei? Gerne. Ja. Jumpen wir hin. Ja, und hier ist natürlich in der Werkstatt. Und in der Werkstatt können wir halt mit Produkte testen, Sachen kaputt machen, wieder heil machen. Hier ist später die Töpferei. Oder die Leute, die hier arbeiten, die kommen auch samstags her, um ihr, was weiß ich, ihre Möbel zusammenzubauen, ihr Auto zu reparieren. Deine Garage und die Garage ist schöner als mein Büro, ne? Das ist schon bewusst. Nein, stimmt nicht. Das ist eine Belastung. Ich finde, nein, dein Büro ist wunderschön. Geile Nummer. Ja. Und auch, dass sie hier Croissants haben. Hammer. Was haben die? Von Croissants. Von wem? Lidl? Von Lidl sind die, ja. Ja, Lidl lohnt sich. Ich zeige was ganz, ganz Cooles. Komm mal mit. Wo geht's jetzt hin? Wir gehen mal raus und zwar, wir haben für die ganzen Mitarbeiter haben wir auch einen ganz riesengroßen Grillplatz. Mhm. Und diesem Grillplatz ist einfach so, wenn wir um 17 Uhr Feierabend haben, kommt einer mit der Gitarre, da um uns hin, da tun wir zusammen grillen, tun zusammen feiern und wie gesagt, ein wunderschöner Grillplatz. Komm mit. Mhm. Hier haben wir zum Beispiel unseren Grillplatz. Hier können wir zum Beispiel Grill-Content machen oder Garten-Content machen, aber auch genau. Wenn du jetzt einen Rollstuhl hast, dann drück auf den Knopf, den Schlüssel müssen wir drin holen, genau. Dann drückst du drauf und dann können wir hochfahren. Der Schlüssel hat der Buddy, den können wir nachher holen, dann können wir hoch und runter. Weil es ist ganz wichtig, wenn jemand im Rollstuhl kommt, dass er auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ohne Kompromisse. Wenn's wenn es da ist, ist es super. So, wenn es da ist, dann ist es super. Genau. Ja, genau. Und Outdoor-Küche noch. Genau, Outdoor-Küche. Hier haben wir ein Big Green Egg. Ganz cool. Kann ich übrigens voll empfehlen zum Grillen. Mhm. Saumäßig cool. Ich komme ja gerade von den Sizzle Brothers und habe schon ordentlich auch, damit kann man auch smoken. Ne? Genau, genau. Ja, und das hat mein Leben verändert, muss ich sagen. Ja. Und hier haben wir natürlich, später kann man sich hinhocken. Da haben wir überall Kissen und am Abend zusammen mit dem ganzen Unternehmen, mit den ganzen Nerds zusammen hier hinhocken und dann Matcha-Tee trinken und vegan grillen. Sind das für Schirme? Können wir uns denn mal zu den Schirmen teleportieren? Ja, dann gehen wir jetzt müssen wir nach oben, ne? Ja, jetzt gehen wir nach oben. Das heißt, wir starten draußen? Wir du klatscht! Ich liebe das, du bist direkt in meinem Videoformat drin. Nee, mach! Das ist jetzt auch cool, das ist jetzt, wenn du zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, das ist, wenn wir ein zweites Stockwerk haben, einen Aufzug haben wir, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir total verpennt. Und deswegen haben wir das hier gebaut, jetzt fahren wir hoch. Ja, hier sind wir auf der Terrasse. Das hat eigentlich gar keinen Sinn ist mit den Schirmen. Aber ich finde es immer cool als Motivation, die Leute, die hier arbeiten. Weil in voll vielen Firmen ist ja so, weiße Wand, weißer Tisch, weißer PC. Mhm. Und wir müssen da kreativ sein. Und das macht einem einfach gute Laune, wenn man die bunten Schirme sieht. Hier fehlen uns doch die ganzen Möbel. Möbelhersteller bitte ich anschreiben, wir suchen auch keine momentan. Ich hätte aber jemanden, der es zusammenbauen kann. Echt? Heißt Annie the Duck. Annie the macht Duck. Super tolle Echt? Sachen für Outdoor. Ja. Ah cool, dann müssen wir mal mit der reden. Ja klar. Wäre eine coole Geschichte. Ja, die hat auch eine Balkonreihe. Kannst du mal wie an. Heißt die? Annie the Duck. Kannst du sie verlinken? Nee, mach ich nicht noch. Ah, okay. Wir haben einen persönlichen Streit. Oh. Der wird aber noch in den nächsten Monaten dieses Jahr noch gesettelt. Okay. Also liebe Grüße gehen raus an Annie the Duck. Quack, quack. Ja. Da hinten ist noch ein Baugebiet. Da kommt später das Hotel hin. Also es ist ein Containerhotel. Und was ist das? Das ist eine ganz normale Lagerhalle. Da passiert gar nichts. Ja, da passiert gar nichts. Und hier wird ein Basketballplatz gebaut und ein Hotel für die Studenten, weil das soll alles nachher ein Campus sein. Ein kreativer Campus, wo die Menschen leben, wohnen, wo auch Samstagmenschen drin, Sonntagsmenschen da sind, die einfach kreativ sein können. Weil das Wichtigste für mich ist es, Leute zu haben, die arbeiten, die montags zur Arbeit kommen und sagen, Murat, ich habe das ganze Wochenende nicht geschlafen. Mhm. Und ich frage dann, warum? Dann sagen sie, ich habe so eine geile Idee gehabt. Und solche Menschen brauchst du um dich rum. Und wir möchten hier wirklich, wir entwickeln hier Produkte, wir machen hier Bücher, wir machen hier Zeitschriften. Wir möchten Menschen einfach begeistern und weiterbringen und helfen. Und ihr habt ja noch 37 andere Marken, die ihr höchstwahrscheinlich noch gründen werdet. Ja, und dann reicht es auch langsam. Genau, wir bauen vielleicht auch, wir sind auch schon dran am Elektrofahrzeug. Ja, uns fehlt nur noch das Fahrzeug. Nee, und die Elektronik. Elektro haben wir schon, Strom haben wir schon. Strom genau, haben wir. Alles ist natürlich hier mit Photovoltaik, das heißt, wir produzieren unseren Strom selber. Und hier sind, reicht genau, das aus für alles hier drin? Nein, wir haben beide Gebäude, haben komplett Photovoltaik und wir machen es also so, wir haben über 25 Elektrofahrzeuge hier. Mhm. Das heißt, die Leute, die hier arbeiten, ist ja dieser Kreativbereich, die kommen her und parken ihre Autos morgens, laden es auf und fahren abends wieder voll zurück. Wie viele Fahrzeuge hast du für deine Mitarbeiter? 25. Selber gekauft aber? Nee, das sind geleased. Nee, nicht Leasing. Okay. Also das ist klar, das macht man nicht. Also kaufen tut man, also ganz ehrlich, wer ein Fahrzeug kauft, der ist eine Geldvernichtungsmaschine und Leasing ist das Beste, was du machen kannst. Okay. Also ich brauche jetzt nicht denken hier, Richie Rich, lauter Smarts und V-Klassen.
Okay. Ah, das sind diese Busse. Ja, auch wenn wir mit dem Team unterwegs sind. Also es ist kein Auto, wo du sagen könntest, jetzt mache ich mal richtig einen auf Capital Bra, sondern wirklich ganz normale Smarts und V-Klassen. Okay. Und noch einmal was, Elektromobilität, ganz, ganz ehrlich, ist nur nachhaltig und lohnt sich wirklich nur, wenn du den Strom selber erzeugst. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon seit einem Jahr Elektrofahrzeuge. Nur wenn du deinen Strom selber erzeugst, kannst du es von Nachhaltigkeit sprechen. So, genau. Rein aber. Wir haben jetzt nur noch die obere Etage. Genau, gehen wir zum Nerds. Oder? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, das da hier, siehst du das hier? Mhm. Soweit dein Auge reicht. Das aus Silicon Valley wird irgendwann mal Silicon City. Das heißt, wir möchten eine eigene Stadt bauen. Und dann möchten wir Silicon City draus machen. Wo? Hier? Ja, wir müssen jetzt nur noch die Bauern nicht ein. Da sind wir jetzt gerade. Da sind wir. 4,5 Stunden lang Nachhaltigkeit. Genau. Wir müssen nur noch die Bauern ein. Nein, jetzt gehen wir rein, machen uns Spaß. Bis auf das mit den Bauern enteignen, immer alles in Spaß. So, das ist jetzt nochmal hier oben die ganzen Nerds. Tim, komm mal ganz kurz her. Guck mal hier zum Beispiel. Der Tim ist. Guck mal, das ist der Tim. Der neben dir, genau. Tim ist auch zum Beispiel ein Marketingstudent. Der ist jetzt jetzt wird er ein Monat ist er schon missbraucht, jetzt wird er noch 5 weitere missbraucht. Ja, genau. Aber er macht ganz, ganz coole Sachen. Sehr, sehr talentiert, sehr intelligent. Ja, jetzt geht's weiter, hier sind die ganzen Arbeitsplätze. Jetzt will er damit sagen, jetzt reicht's mit dir. Hier ist zum Beispiel der Onulhan. Dürfen wir irgendwas auf dem Bildschirm nicht zeigen? Muss ganz, nee, alles okay, gar kein Thema. Wir haben nichts zu verstecken. Hier ist der Linus. Genau. Der Linus, der kümmert sich zum Beispiel um Projekte, Projektmanagement macht er. Hier haben wir Rezo, der zerstört die CDU ab und zu mal. Muss genau. Auch mal sagen. Ja, und nebenbei macht er hier, genau. Danke. Ja, danke. Bist du ehrlich? Tamara, die kümmert sich um die Buchhaltung. Dass wir hier keinen Ärger kriegen mit dem Finanzamt. Mhm. Genau. Dann gehen wir weiter. Hier ist unser Prokurist, das ist der Buddy. Das hat aber schön eingefädelt jetzt, dass ihr auf dem Back schon sitzt. Ne? So. Finde ich gut. Das macht was her. Das ist eigentlich der Big Boss hier. Er kümmert sich um die ganze Buchhaltung, um das alles funktioniert mit dem ganzen Bau, mit den ganzen Immobilien und den ganzen Hochhäusern und den Straßen in New York. Und vor allem ist er auch ganz, ganz oft in Panama. Ganz, ganz oft in Panama ist er. Mhm. Und hat immer Papers dabei. Und, aber ohne Spaß, war ich der Geschäftsführer. Ja, Geschäftsführer. Von Sally's Welt, von allem. Von allem, ja. Von allem. Weil ich hab's nicht so mit Zahlen. Ich hab's eher mit Visionen. Meine Frau hat's mehr mit dem Kochen. Und er hat's. Was wärst du denn dann in dem Konzept? Du wärst der Kreativchef. Ja, Kreativchef sitzt hier. Das ist der Dennis. Was bist denn du dann? Warum ist denn der hier? Ich hab kein Büro, kein Witz. Ich hab kein Büro im ganzen Ding. Ich habe auch keine E-Mail-Adresse, ich habe auch keine Visitenkarten. Das ist übrigens schlecht, habe ich rausgefunden, ne? Habe ich auch immer so gehalten. Richtig schlechte Entscheidung gewesen. Nee, aber seitdem ich ein Büro habe, 1000-mal effektiver. Nee, ich war noch nie effektiv. Das sind die Pläne. Das sind die Pläne für das Studentenhotel. Guck, und das sieht nachher aus wie das Pentagon. Siehst du das? Kein Spaß, das ist das Pentagon und das ist dann dieser Basketballplatz. Das können Sie Basketball spielen. Können ist das in Pink? Nee, leider nicht. Das sind, so. Und so sieht es wirklich innen drin nachher aus. Also eine richtig krasse Geschichte. Und die können dann wirklich kostenlos drin wohnen. Ja, ja, ja. Ja. Und jetzt hast du gedacht, dass ich das mit dem Bauen enteignen, habe ich einen Witz gemacht, gell? Ja, ja. Das war kein Witz. Hier sind die Bauern enteignet. Und hier, das ist Silicon City. Also muss ich nochmal wiederkommen in 2 Jahren? Du musst nochmal kommen, aber dann bist du im eigenen Stadtteil. Krieg ich ein Haus? Du kriegst dann ein Haus, natürlich kannst du ein Haus, such dir eins aus. Rudi, sag doch nur, was du haben möchtest. Haben wir hier auf Film? Ja. Du kannst sogar. Endlich. Du kannst dir dann sogar den eigenen Straßennamen geben. Krieg ich eine Straße? Ja. Freddy, ich immer mal irgendwo. Freddy Sturm Waffelallee. Oh, ja. In der Waffelallee. Baust du hier eine Stadt, Murat, ist meine Frage. Ist das dein Ernst? Ja, ich zeig's dir doch. Hier. Genau. Ich glaube, um hier einfach direkt reinzugrischen. Aber ich bin voll sympathisch. Aber ganz ehrlich, wir machen nicht irgendwie. Wir sind, keine Bauern in Arbeit. Ja, wir sind eine ganz sympathische Übernahme. Ja, ist ganz, ganz sympathisch. Oh je, wir sind keine Investoren. Glaub mir, alles, was wir hier drin machen, ist wirklich, es ist fair, was wir hier tun. Wir machen viel für die Region. Arbeitsplätze, ganz, ganz wichtig. Faire Arbeitsplätze zu schaffen, die fair bezahlt sind. Das ist das Wichtigste. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um zu enden. Ich danke dir für diese wirklich krasse Tour. Also ihr merkt, es ist viel und es wird natürlich auch noch viel mehr, umso weiter ihr hier kommt. Ja. Ich denke, ihr werdet selber dazu auch noch Beiträge machen. Ja. Und ich glaube, mit diesem Bild von dieser wunderbaren Stadt können wir aus diesem Fenster filmen. Ja. Denn da sehen wir dann schon die Zukunft, weil das sind genau diese 4 Felder. Ja. Und Silicon Valley. Darf ich noch kurz noch in den Produktplatz hier machen?
Komm, jetzt lass mal einen Bonusclip, Bonusclip, so Bonusclip. Genau, Bonusclip. Und zwar folgendes. Das ist ein Self-Rising Backmehl. Das ist ein Backmehl, das wird von der Freisinger Mühle hergestellt. Das ist ein Backmehl, das Backpulver schon inbegriffen hat. Das heißt, du musst nicht mehr extra Backpulver Gibt's kaufen. Gibt's uns nur bei den Amis. Ich genau. war gestern auch Gibt's schon nur bei den Amis, verliebt. Genau. Das kostet normalerweise England. Im Internet, genau, England, angelsächsisch, sagt man da, kostet so zwischen 4,50 Euro und 5 Euro. Aber das bekommt ihr jetzt momentan im Lidl für 1,20 Euro. Das heißt, kein Backmehl mehr benutzen. Ganz, ganz fein, extra fein gemahlen, macht den Teig richtig fluffig. Das war jetzt nur so nebenbei mal ein bisschen Produktplatzieren, weil ich gedacht habe, ich bin können hier Können wir Werbung reinschreiben, während er das gemacht hat? Ja. Ich fühle mich sonst unsicher. Ja, Brudi, da nimm, kannst du ein Foto machen und dann können wir vielleicht wie bei einem Präsidenten, so weißt du, so, nicht so in die Hand nehmen, in die Hand so, genau so. Geld. Nein. Tschüss. Ja. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.